Tja, Herr Neumacher, sieht wirklich nicht besonders gut für Sie aus. Oder wie können Sie erklären, dass wir das hier am Tatort gefunden haben? Nein, das kann ich mir überhaupt nicht erklären, wie die an den Tatort gekommen ist. Ehrlich, ich schwör's. Hören Sie, ich weiß genau, wie das jetzt hier rüberkommt. Aber ich versichere Ihnen, ich bin kein Mörder. Okay. Nehmen wir mal an, Sie sagen die Wahrheit. Wer hat denn noch die Möglichkeit, an Ihre Munition zu kommen? Vielleicht Ihr Fast-Schwiegersohn? Herr Kittel, wieso kam es damals zur Trennung zwischen Ihnen und Frau Leimbach? Ja, es war schwierig. Wir hatten alles geplant. Zukunft, Kinder, heiraten, Familie. Aber die Schweine haben einfach alles kaputt gemacht. Aber warum haben Sie sie nach diesem schlimmen Ereignis verlassen? Ja, an dem Ganzen ist sie seelisch zerbrochen. Sie hat keine Nähe mehr zugelassen. Ich habe versucht, auf sie zuzugehen, ihr Halt zu geben, ihr Kraft zu geben. Aber sie hat nicht zugelassen. Sie hat mich irgendwann einfach weggestoßen. Ich konnte das nicht erwidern. Es tut mir leid für Sie. Ja, ich mache ihr da keine Vorwürfe. Wer weiß, wie sie seelisch und körperlich daran zerbrochen ist und heutzutage immer noch damit kämpfen muss. Auf jeden Fall ist durch das ganze Ding unsere Beziehung gestorben. Sie lieben sie noch, oder? Ja. Mehr als alles andere auf der Welt. Sie scheinen ja auch für Herrn Leimbach eine Art Traumschwiegersohn gewesen zu sein. Ja. David? Nein, ausgeschlossen. David ist ein guter Junge. Zu so einer Tat wäre er nie fähig. Mhm. Auch wenn er vielleicht auf dem Schießstand die Möglichkeit gehabt hätte, an meine Munition heranzukommen. Niemals. Wo lagern Sie denn Ihr Kleinkaliber? Ja, zu Hause, im Safe. Ganz nach Vorschrift. Und ich kenne die Kombination. Mhm. Und die Munition hier auch? Ja, leider nein. Die liegt in einer Schreibtischschublade. Super. Hm. Wer hat denn sonst die Möglichkeit, sich unbemerkt in Ihrer Wohnung aufzuhalten, wenn Sie nicht da sind? Ihre Tochter vielleicht? Meine Tochter? Johanna? Ja, die hat einen Zweitschlüssel. Okay, ich bin gleich wieder da. Ich muss mal etwas klären. Das damalige Vergewaltigungsopfer könnte später Rache an seinen Peinigern genommen haben. Das Leben der Studentin liegt auch 5 Jahre nach der brutalen Tat noch immer in Trümmern. Herr Kittel, ich habe gerade erfahren, dass außer Ihnen und Herr Leimbach noch eine dritte Person Zugang zu der Munition hatte. Sie wissen, wen ich meine, oder? Sie glauben doch nicht wirklich, dass Johanna die Tat begangen haben könnte. Das glaube ich schon. Es sei denn, Sie nennen mir eine andere Person. Na schön, Frau Kommissarin. Ich bin's gewesen. Ich habe mir Munition besorgt, habe den beiden aufgelauert und habe es dann ein für alle Mal beendet. Das ist doch völligster Bullshit. Hey Lara, was stimmt nicht mit dir? Es tut mir leid, aber das ist niemals der Mörder. Niemals. Also wenn du jetzt den Nerv verlierst, bringt es das auch nichts. Beruhig dich mal. Ich werde mich nicht beruhigen. Das passt alles überhaupt nicht zusammen. Mhm. Du, der Kittel, der hat mindestens so ein Motiv wie der Rest der Leimbachs. Für die anderen gibt es wenigstens Indizien. Aber der hält nur seinen Kopf hin, weil er seine Ex noch liebt. Oh. Kommt die Kränzchen? Ach. Hallo. Sag mir bitte, dass ihr zu diesem Blödmann was habt. Zu welchem Blödmann? Dieser Kittel. Ja, haben wir tatsächlich. David Kittel war nämlich am Tatabend in einer Kneipe am anderen Ende der Stadt. Der kann es also unmöglich gewesen sein. Hat er auch Beweise dafür? Auch das. Der gute Mann hat nämlich sich in der Kneipe volllaufen lassen und eine Schlägerei angezettelt. Ein paar Kollegen von uns haben seine Personalien aufgenommen. Ja. Und der ist die letzten Jahre des Öfteren wegen solcher Vergehen aufgefallen. Also seit der Trennung von seiner Liebsten ist der Typ durch den Wind. Wusste ich's doch. Meinst du, wir kriegen jetzt den Beschluss für die Idee-Behandlung von Johanna? Ich meine, wir haben den blinden Fleck und wir haben den Zugang zur Munition. Ich guck mal, was sie machen lässt. Danke. Ja, hallo. Guten Tag, Frau Leimbach. Guten Tag. Kriminalpolizei. Sagen Sie, ist Ihre Tochter da?
Ja, die ist drin. Wir haben einen richterlichen Beschluss. Wir müssen sie mitnehmen. Gegen meine Tochter? Wieso denn mitnehmen? Aber das geht doch nicht. Wieso denn einfach mitnehmen? Frau Leimbach, wo ist Ihre Tochter genau? Drinnen, im Wohnzimmer. Ah, Frau Leimbach, Kriminalpolizei. Frau Leimbach, wir müssen Sie bitten, mitzukommen. Wenn Sie sich weigern, können wir Sie auch gegen Ihren Willen mitnehmen. Aber das können Sie nicht machen. Sie können doch meine Tochter nicht wie eine Schwerverbrecherin behandeln. Schon gut, Mama, ich möchte keinen Ärger. Ich komme mit. Gut, die Kollegen müssen jetzt leider Handschellen anlegen. Handschellen jetzt auch noch? Muss das denn sein? Frau Leimbach, es tut mir wirklich leid, aber alle Indizien sprechen gegen Ihre Tochter. Wir klären jetzt alles weiter auf dem Präsidium. Kommen Sie doch bitte mit. Alles wird gut. Die Kommissare ahnen nicht, dass sie am nächsten Tag auf der Dienststelle eine Überraschung erleben werden. Die Auswertung der DNA-Spuren vom Tatort lenkt die Spur in eine ganz andere Richtung. Sag mal, wie spät haben wir? Gleich 11:30. 11:30. 11:30 und wir haben noch immer keine Analyse. Ist doch nicht normal. Ich glaube, die pennen da. Glaubst du, sie war's? Keine Ahnung. Aber ehrlich gesagt, mir wäre lieber, wenn es nicht wäre. Tom, wir warten die ganze Zeit. Ich hau rein. Also, wir haben so eine Art Treffer mit einem der Haare vom Tatort. Super. Die DNA ist nicht von Johanna Leimbach. Allerdings haben wir eine Übereinstimmung von 96% zur Vergleichsprobe. Und das bedeutet, das Haar ist von einer nahen Verwandten des gleichen Geschlechts. Hä? Checkt ihr, was ich meine? Die Mutter. Danke. Frau Karim Leimbach? Ja. Sie sind festgenommen wegen des Mordes an Sven Heister und Jan Böhm. Moment, das kann nicht sein. Es tut mir leid. Die Beweislage lässt keine anderen Schlüsse zu. Und außerdem hat Ihre Mutter ein Motiv. Was reden Sie denn da? Das kann nicht sein. Meine Mutter war das nicht. Es ist leider so. Die Beweise sind eindeutig. Das tut uns leid. Ich war's. Was? Ich hab die Schweine abgeknallt. Nein. Ja, Mama. Ich war's. Johanna, warum tun Sie das? Warum wollen Sie Ihre Mutter unbedingt decken? Ich decke niemanden. Ich kann meine Schuld beweisen. Ich kann Ihnen alles geben, um mich als Täterin zu überführen. Die Waffe und die Handschuhe, die ich während der Tat getragen habe. Sie haben das Zeug nicht entsorgt? Nein, ich wollte damit warten, bis etwas Gras über die Sache gewachsen ist. Aber warum, Johanna? Schauen Sie mich an. Schauen Sie mich an. Frau Leimbach, die Täter von damals, die wurden gefasst, wurden verurteilt und haben ihre gerechte Strafe bekommen. Was soll an der Strafe denn gerecht sein? 5 Jahre für mein ganzes Leben. Meine Familie ist entzweit. Meine Zukunft zerstört. Und ich wache immer noch jede Nacht auf, weil ich diese Albträume nicht loswerde. Erst durch mich haben die beiden ihre gerechte Strafe erhalten. Die Leben der zwei für meins. Johanna, ich habe vollstes Verständnis dafür, wie Sie denken. Vor allem für Ihre Wut und für Ihre Verzweiflung. Aber das war nicht der richtige Weg. Rache ist nie der richtige Weg. Nur Zeit kann diese Wunde heilen. Oder fühlen Sie sich jetzt so besser? Nein, oder? Das hat nichts mit Gerechtigkeit zu tun. Ich muss mal raus. Ja, Frau Leimbach, Sie sind jetzt vorläufig festgenommen. Kommen Sie bitte.